Das Edelmetall Gold zeigt aktuell eine sehr starke Wertentwicklung. Die Schlagzeilen reflektieren dies natürlich. Im Umfeld von Null- respektive Negativzinsen, der Perspektive auf weiter steigende Anleihekäufe der Zentralbanken, sei es in der Eurozone und auch von Zinssenkungen in den USA, ist es natürlich keine große Überraschung, dass Edelmetall, was auf der einen Seite die Funktion hat, vor Systemkrisen und Problemen im Finanzsystem zu schützen, momentan an Bedeutung gewinnt. Das alles gekoppelt mit der Nachrichtenlage, wie wir es aktuell sehen, ergibt eben eine sehr stimmige Story. Sie können das sehr gut hier nachvollziehen, Gold dargestellt einmal in US-Dollar pro Unze, der typischen Abrechnungswährung, aber auch in Euro pro Unze hier im Verlauf. Und wir sehen, dass nach rund 5 Jahren negative, respektive seitwärts orientierte Entwicklung, wir nun einen schönen Trend hier nach oben sehen. Und typischerweise finden Vermögensklassen immer dann ihren Einschlag in die breite Medienlandschaft und in die Interpretationen dann, wenn die Kurse entweder stark steigen oder stark fallen. Aus welcher Perspektive können Anleger nun ihre Goldinvestitionen betrachten? Wie sind diese in die Vermögensstruktur einzuordnen? Das haben wir Ihnen hier mal aufgebaut und die erste Betrachtung ist natürlich ganz klassisch. Ich sehe Gold einfach nur vom Gewicht. Eine Unze bleibt eine Unze. Es spielt keine Rolle, wo der Preis hingeht. Währungsentwicklungen sind für mich vollkommen irrelevant. Ich betrachte einfach mein Goldvolumen in Gramm und dann bin ich auch relativ entspannt. Diese Betrachtung werden allerdings nur die wenigsten Anleger vornehmen. Auf der anderen Seite kann man Gold natürlich als Währung betrachten, also sich genau anzuschauen, warum möchte ich Gold haben? Es hat eine monetäre Funktion, dementsprechend aus der strategischen Perspektive ist es ein fester Bestandteil der Vermögensstruktur. Und wenn es ohnehin ein fester Bestandteil der Struktur ist, dann sind natürlich Preisänderungen irrelevant. Ich nehme sie lediglich wahr als Wechselkursschwankungen gegenüber anderen Währungen, wie beispielsweise gegenüber dem Euro, wie gegenüber dem Dollar. Aus der Perspektive und der Einordnung als Währung folgt die Grundsatzfrage, dass ich mir darüber Gedanken machen kann, inwieweit ich eben diese Währungsschwankungen absichern möchte. Das heißt, entweder Absicherung des Preises von Gold oder auch nur die Absicherung der Entwicklung des Goldpreises gegenüber meiner Heimatabrechnungswährung, eben gegenüber dem Euro, was mich dann zu weiteren Fragestellungen führt, wie ich das technisch am besten umsetze, ob über Hebelzertifikate, über Finanzprodukte, die die Währungssicherung bewusst enthalten oder eben auch über andere Wege. Die dritte Variante ist ganz klassisch die Einordnung wie jeden anderen Vermögensgegenstand auch, wie Aktien oder Anleihen. Das heißt, ich treffe meine Investitionsentscheidung unter Preisspekulationsgesichtspunkten. Man geht eben davon aus, dass die Preise steigen. Die Investition, also der Erfolg, die Messung erfolgt typischerweise einfach in Euro. Wir haben also den Einfluss der Entwicklung des Goldpreises selbst, aber natürlich auch die Entwicklung des Dollarkurses gegenüber dem Euro. Und dementsprechend kann man hier natürlich Absicherungsüberlegungen haben in diesen beiden Dimensionen. Aber auch hier sei gesagt, dass natürlich die Prognose sowohl von Preisschwankungen als auch von Währungsschwankungen sehr, sehr schwierig ist. Von daher aus meiner Perspektive ist es hier am sinnvollsten, einen regelgebundenen Ansatz zu fahren. Das heißt, die strategische Quote von Gold zu definieren, vielleicht eine taktische Abweichung festzulegen und auf dieser Basis ein klares, regelgebundenes Verfahren anzuwenden, bei dem man entsprechend die Positionen absichert. All das natürlich wichtige Aspekte und wenn Sie mal diese Punkte nehmen und die hinterfragen, dann kommen Sie selbst sehr gut zur Erkenntnis, welche Goldquote für Sie Sinn macht und welche Überlegungen an dieser Stelle sinnvoll sind. Ihnen einen schönen Tag, macht es gut, bis bald, auf Wiedersehen.